Was geht ab, liebe Leute und Zuschauer vom Blacky-Kanal? Mein Name ist Jan und ich dachte mir, um einen kleinen Beitrag für den Markt zu bringen, mache ich mal ein Collectors Opening von Kamigawa Neon Dynasty. Natürlich wollen wir die krassen Neon-Ink-Karten, die rote, 1500 Euro, easy incoming. Mein Prediction waren ja, dass ich die weiße Planeswalkerin in Edged Foil ziehe. Für die, die es nicht wissen, boah, geht das schwer auf. Boah, geht das schwer auf. Übrigens, das hier ist wohl in der Produktion normal. Normalerweise sieht das hier ein bisschen sass aus. Ich krieg das nicht auf. Was sind das für Booster? Wie sind die denn verklebt? Kein Wunder, dass der YouTube-Kollege vom Mark die immer aufschneidet. Wow. Okay. Guckt euch das an, wie krass die verklebt sind. Uiuiui. Ich muss gerade schauen, ich habe nur einen Try, bin kein YouTuber. Verzeiht mir das bitte, damit ich das ordentlich halte und ihr was sehen könnt. Bin voll nervös, ey. Okay, wir haben hier den Hair of the Ancient Fang. 3 Mana, 2-3. Hair of the Ancient Fang enters the battlefield with a 1-1 counter on it if you control a modified creature. Für die, die es nicht wissen, Modified Creatures ist sowas mit 1-1 Marken oder wenn Equipment oder Aura dran ist. Okay, nächste kommen. Jetzt im Moment ist noch die uninteressanten Slots, Brutesuit, 3 Mana, Vehicle, Crewborn, Vigilance, also Wachsamkeit und 4-3. Ja, okay. Für Commander-Spieler, da gibt es ja jetzt interessante Vehicle Commander. Sehr interessant. Hätte ich Bock drauf, ist bei uns auf der Table aber wahrscheinlich zu schwach. Discover of the Impossible. 3 Mana, look at the top 5 cards of your library. Exile one of them face down and put the rest on the bottom of your library in a random order. You may cast the exiled card without paying its mana cost, if it's an other instant spell with mana value 2 or less. If you don't, put that card into your hand. Interessant. Okay, wir haben einen Human Samurai. Asari, Captain, 5 Mana, 4-3. Der hat Haschte und immer wenn ein Warrior oder ein Samurai alleine angreift, kriegt er 1-0 für jeden Samurai oder Warrior, den du kontrollierst. Interessant. Leider, finde ich, haben die hier das Samurai-Thema ein bisschen gefailt. Ich finde es ultra langweilig mit diesem Allein-Ankaufen. Ankaufen, Alter. Angreifen. Boseju, guckt euch mal die Kartenqualität hier oben. Das ist nicht so krass. Boseju Reaches Skyward. Das ist eine Saga. In der ersten Phase. Suchst du deine Bibliothek nach 2 Basic Forests, revealst die, putzt die auf deine Hand. In der zweiten kannst du ein Land von deinem Friedhof auf die Bibliothek legen. Und am Ende exilst du die und bekommst einen Enchantment Creature Pflanze. Wenn das Handy scharf stellen will, ja, kriegt 1-1 für jede Land, was du kontrollierst. Okay, weiter geht's. Ich glaube, ab jetzt wird es interessant. Wunderschönes Land mit den Drachen. Richtig geil, richtig geil. Ist, glaube ich, eins der günstigeren. Ich weiß es nicht. Eher sind sie aus Worms und Islands, die gefragter sind. Hier, was das Geile an diesen Collectors Boostern ist, du hast halt schon mal hier in dem Slot 2 bis 3 Euro safe für das Feuerland. Das ist ziemlich gut. Weiter geht's mit Common Human Samurai. Chukai Draini, 2 Mana, 2-2. Whenever Chukai Draini blocks or becomes blocked, he gets 1-1 at the end of turn. Als nächstes haben wir eine Common. Hair of the Ancient Fang, 3 Mana. Kriegt man als Einzelmark, wenn du einen Modified Creature, den hatten wir auch am Anfang schon. Ne? Und Uncommon. Prosperous Thief, sieht hübsch aus. Bisschen wie Anime-Style. 3 Mana, 3-2 mit Ninjutsu. Whenever one or more Ninjas or Rogues Creatures you control, die Combat Damage to a Player Created Treasure Token. Interessant für mein Yuriko-Deck, wer es noch nicht gesehen hat, mein Yuriko-Deck-Tag für Commander auf Blackys Kanal, einfach mal nachschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mal drauf guckt. Nächste Ankamen. Oh wow, wirklich? Einmal in Non-Foil, einmal in Foil. Okay, bisschen langweilig, schade. Da haben wir ein Rare und Fable of the Mirrorbreaker. Create a 2-2 Red Goblin Shaman Creature Token with whenever this creature attacks, create a Treasure Token. You may discard up to 2 cards if you do draw that many cards oder exile this saga und dann bekommst du einen Goblin-Schamanen, den Reflection of Kikichiki. Das ist der quasi balanced Kikichiki, mit dem du nicht leicht unendlich gehen kannst. Cool, interessant. Nächste Karte. Wir haben Organic Extinction. Ich glaube, das ist die Commander-Karte, richtig. Hier sieht man es am Set-Symbol. In Extended Art, Improvised, Destroy All Non-Artifact Creatures. Richtig geil für mein
Hier, Boros Artefakt Commander Deck. Cool, cool, cool. Als nächstes haben wir eine Rare. Den Extended Art Tatsunari Toad Rider. 3 Mana, 3-3, auch eine interessante Commander. Immer wenn du ein Enchantment Spell castest, wenn du diesen legendären Creature named Kaimi Legendary 3-3 Black and Green Frog Creature Token with, whenever you cast an Enchantment Spell, each opponent lose 1 life and you gain 1 life. Und für 2 Mana kann er und dieser Token nicht geblockt werden. Dann haben wir hier. Okay. Da haben wir den Ogre Headhelm. Einer der wenigen Rares, die ich bisher aus normalen Z-Boostern gezogen habe. Equipped Creature gets 2-2 whenever Ogre Helm or Equipped Creature gets combat damage to a player. You may sacrifice it. If you do, discard your hand, then draw 3 cards. Und für 3 Mana kannst du das auf eine Kreatur ausrüsten. Noch eine Rare. Bleiben die Mystics. Ich glaube, das ist die letzte schon, oder? Search Hacker Mac. 4 Mana 5-5 Menage. Whenever enters the battlefield, it deals damage equal to twice the number of vehicles you control to target creature or planeswalker and opponent controls. Okay, dann haben wir. Oh, das war's schon. Ein Token. Das war's schon, liebe Leute. Okay. Ich würde sagen, das war ein verdammt schlechtes Collectors Booster. Alles klar. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß und schaut euch die anderen Videos an. Viel Spaß und noch. Tschüss, tschüss.